Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Reaction-Video zu Contra K, Luciano und Secretis zu dem Song Hinnegro. Also, wir sehen schon mal im ersten Bild eine Autobahn, die durch die Wolken geht. Das ist schon mal ein ganz cooles Motiv. Es wird Nacht, Baby. Ich bin wach und mein Telefon gibt Gas, Baby. Noch ein Gas, Jiggy. Bin mental nervös. Zu viel Filme machen kaputt, doch bleib stark, Baby. Mein Himmel läuft da grau, bin auf Handy, bin in Trance. So viel Nächte lang verloren, meine Bretter, meine Chance. Es ist alles wie ein Film, viele Tiefen, graues Bild. In meinem Kopf so viele Stimmen, doch der Kino ist alles still. Und trotzdem viel länger, bleib der Hunger, bleib ich selbst. Volle Bottle, graue Welt und die Seele ist in. Wir sehen hier schon mal. Wahrscheinlich wurde hier ein Einbruch begangen oder ähnliches. Auf jeden Fall geht er jetzt dafür ab in den Knast. Und wir sehen gleich nochmal das Betonungetüm, was er jetzt sein Zuhause nennt. Also, du hast hier immer wieder das Motiv der Einsamkeit und dass du eben aus dem Knast nicht rauskommst und das Ganze gemischt mit einem ziemlich guten Beat. Alles gut, nur die Liebe hier ins Weg und kommt nicht mal zu Besuch. Doch ich kenn nur das Grau und nur das, was man kennt, das vermisst man dann auch. Kann es sein, dass Gott uns nicht sieht durch die Wolken? Mensch, Peter ist in meiner Stadt der Himmel grau wie der Mann der Himmel. Fühlt sich jetzt also von allen verlassen und auch von Gott verlassen. Auf jeden Fall findet er sich jetzt langsam mit der Situation ab. Straßenlaternen und nur der Mond sieht uns zu, wenn wir aufstehen. Guck ich nämlich mit dahin, wo der Himmel blau ist. Und die Straße wird gefärbt durch das Blaulicht. Wir sonnen uns im Licht der Straßenlaternen und nur der Mond sieht uns zu, wenn wir aufstehen. Guck ich nämlich mit dahin, wo der Himmel blau ist. Und die Straße wird gefärbt durch das Blaulicht. Kann es sein, dass Gott uns nicht sieht durch die Wolken? Mensch, Peter ist in meiner Stadt der Himmel grau, wie der Mann der Himmel grau. Sag mir, hörst du diese Stimmen auf? Ja, also er sieht wirklich nur den grauen Himmel und es passiert sonst weiter nicht viel in seinem Leben, weil auf jeden Fall diese Sequenz, die ja eigentlich den Aufstieg in den Himmel darstellen soll, verdeutlicht uns nochmal, dass er eigentlich auch es geschafft hat, da rauszukommen, gedanklich zumindest. Und dieses ganze
mit den Streichinstrumenten, das ist natürlich dann als Kontrast zu dem harten Rap und dem Beat an sich auch gut gewählt. Also war auf jeden Fall ein richtig guter Song. Hat man sich wieder mal was Gutes einfallen lassen. Und auch dieses Video von der ganzen Machart her sieht auf jeden Fall sehr aufwendig aus. Und ja, auch noch diese Knastszenerie dazu, dann, dass du dich dann wünschst in eine andere Welt bzw. in den Himmel, wo dann entsprechend alles besser ist. Ja, es war schon ganz gut. Ja, was sagt ihr dazu? Das gute Stück ist natürlich jetzt gerade heute frisch rausgekommen. Was habt ihr da so für einen Eindruck von? Na dann, bis zum nächsten Mal.